Herzlich willkommen bei Krückis E-Bike-Tipps. Ja, ich möchte was zum Thema Stadtradeln sagen. Solingen ist zurzeit gerade dran mit dem Stadtradeln. Ich habe da schon vor einigen Wochen ein Team gegründet, das ist das Team Biernert & Friends. Biernert ist mein Arbeitgeber, der Radladen in Solingen-Ohligs. Und Friends sind eigentlich alle die, die sich quasi mit dem Radladen verbunden fühlen. Sei es Kunden, die super gerne fahren und auch für uns fahren möchten, wie auch irgendwelche anderen Leute, die halt in Solingen wohnen oder in Solingen arbeiten. Das Stadtradeln finde ich sehr interessant. Ursprünglich ist es ja dafür da, dass man ja dann öfter mal auf das Rad steigen sollte, zur Arbeit zu fahren und dadurch das Klima schützen soll. Da wir aber fast alle von dem Team Biernert sowieso mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ist das bei uns eine sportliche Herausforderung geworden, um halt irgendwie den Platz 1 zu ergattern. Das ist uns letztes Jahr geglückt. Wir haben es hingekriegt letztes Jahr und sind jetzt Titelverteidiger. Dadurch also nochmal wichtiger, dass wir viel radeln, das Klima dabei schützen und andere Leute dazu anstiften, das Auto mal zu Hause zu lassen und mit dem Stadt die ganzen Sachen zu machen. Mich hier aufpassen. Daher herzlichen Dank an alle, die in meinem Team sind, die fleißig radeln und Kilometer sammeln, die ihre Freizeit auf dem Rad verbringen, die jeden Tag zur Arbeit fahren, von Solingen nach Köln, nach Düsseldorf. Ihr seid spitze. Wir rocken das. Schaut euch doch mal an. Ich habe so ein paar Ausschnitte gegeben, was wir so machen, als die Biernerds quasi. Ja, schaut euch das mal an. Herzlich willkommen bei Krückis E-Bike-Tipps. Wir machen beim Stadtradeln mit in dem Team Biernert & Friends und hauen heute richtig Kilometer raus. Hallo. Da hinten ist die Gruppe, ja? Rechts! Hinterher! Ich verliere lieber, wenn ich dich sehe. Lass mich vorbei! Oh, gemütlich! Hey! Wir machen mit! So, jetzt muss man hier. Jetzt geht's nur noch geradeaus. Ja, heute fahren wir die Nordbahntrasse, um Kilometer zu reißen. Die ist mega lang, 24 Kilometer in eine Richtung. Und die düsen wir hoch und runter, haben keine Kreuzung, keine Ampel. Da werden wir mal Kilometer reißen. Kannst du doch, Markus? Ich kann immer. Ich muss dein Panzer hier fahren. Ja. Mach die Reifen nicht kaputt. Ach, die haben schon Risse. Was? Kommt mal bei mir vorbei hier, alle.
selber was zu sagen. Ich war ohne Motor, nur zur Information. Naja, auf der Tretlager sagt was anderes. Da steht Bosch CX bei. Hier konnte man früher drin tanzen, ne? Als das hier noch Ruine war. Tanztunnel. Ja. Tanztunnel. Warum die in die Lampe hängen? Hat er gerade selber gemerkt. Was ist das hier? Grufti Club oder was? Deswegen habe ich es nicht reingemacht. Ja! Das ist der Tunnel! Gut! Ja! Original. Weiß. Ja, geht weiß. Von Felditz. Genau. Ja.
Ja, sicher. Ja. Damit rechst du doch gar nicht. Ja. Tobi schreibt Ast rein. Die anderen Daumen hoch. Ja. Mir ist auch kalt, du. Jetzt wieder loszufahren. Komm mal, ein bisschen. Gib mal ein bisschen Gas, ey. Deswegen ist das so hell. Komm. Und. Schön Tunnel hier. Ja, Stadtradeln heute. Die Nachttour. Die Kilometer. Gleich ist die Tour zu Ende.